Also bei Franklin auf jeden Fall, wie gesagt, noch die Autorennen. Das ist erstmal das, was er auf jeden Fall noch machen muss. Man musste zum Beispiel auch mit Chop spielen, das haben wir aber schon gemacht. Also ich habe ja bei Dingens, ich habe also eine Checkliste, da gucke ich dann immer nach, ne? Er ist zu Hause, okay. Es ist sogar gerade noch Nacht, ne? Wie spät ist es? Mal eben auf dem Handy gucken. Je nachdem kann man die Rennen jetzt noch alle machen. Letztes Mal war ich ja genau ein bisschen zu spät. 4 Uhr, oh, das könnte knapp werden. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Dann speichere ich lieber direkt, beziehungsweise gehe ich direkt die Zeit zurücksetzen. Das bringt sonst, weil ich glaube, um 5 oder so darf ich die Rennen nicht mehr fahren. Jetzt haben wir gerade 4.30 Uhr, das schaffe ich ja nicht so schnell. Insofern machen wir jetzt einfach so auf 22 Uhr oder so. Und dann ist das eigentlich genau die richtige Zeit. Er hat ein chilliges Bett, finde ich. Das ist eigentlich ganz schön. So, nicht speichern, nein. Direkt raus. Jetzt müssten wir es früher morgen haben. Wieder rein ins Bett. Schon mal vor, du schläfst einfach mal 12 Stunden. Obwohl, das geht sogar noch. Noch länger. Einen ganzen Tag. So, jetzt haben wir vielleicht früher Abend, oder? Es wird langsam wieder dunkel. Mal gucken. 21 Uhr. Ja, das ist okay. Reicht. Nehmen wir uns jetzt mal... Was für ein Auto wollen wir denn dafür haben? Für die Rennen. Müssen wir uns eins aussuchen. Er läuft ja zu Hause rum wie der letzte Penner mit seiner Jogginghose, ne? Aber zu Hause kann man das machen. Aber was haben wir denn hier für Autos stehen erst einmal? Wir haben natürlich den eigenen hier stehen und in der Garage. Ach Gott, nur den. Das ist ja langweilig. Ja, dann nehme ich mal meinen mit. Wir schauen mal eben im Internet, ob da irgendwas ist, was uns anlächelt. Z-Type haben einige gesagt, soll ich kaufen, aber nö. Ich finde den mega hässlich. Nur weil er der teuerste ist, kaufe ich den nicht. Ich finde den immer noch hässlich. Edda haben wir schon gefahren. Sind wir alles schon gefahren. Man könnte natürlich mal hier den nehmen. Den Cognoscenti Cabrio. Oder den Monroe, der ist ganz nett. Aber ich habe eigentlich Bock auf den Voltic, aber der wird hier gar nicht, der ist hier gar nicht bei. Vielleicht ist der bei San Andreas Motorsports, aber... Den Mercedes, den könnte man auch nehmen. Also entweder ich habe ihn übersehen oder er ist nicht dabei. Der Voltic. Man kann natürlich zumindest vorerst mal einen kaufen. Irgendeinen. Was passt denn zu ihm für ein Auto? Ich hätte mal Lust, wir können ja mal einen von denen fahren, die wir noch nicht hier so... Sollen wir mal so einen holen? Wir holen uns mal so einen. Nur, weil wir das Geld haben. Fahren wir mal kurz zur Garage. Wo ist denn seine Garage? Da unten, ne? Ja. Und dann suchen wir uns aber einen Voltic. Ja, oder wir fahren die Rennen dann mit dem Wagen wirklich auch. Kann man auch machen, aber das ist natürlich kein so ein richtiger Sportwagen, sondern eher so ein, so eine Limo, so ein Bonzenauto. Ach, wie habe ich seine Spezialfähigkeit vermisst. Die ist wirklich der Hammer. Die beste Spezialfähigkeit im Spiel, ey. Oh! Ja, das bringt dir natürlich dann auch nichts. Wenn da einer so mies wieder rüberfährt, das ist so schlimm in GTA 5. So viel schlimmer als in San Andreas und als in GTA 4. Jedes Mal ziehen die rüber. Jedes Mal. Immer genau, wenn man da lang fährt. Es ist sowas von so programmiert. Guck mal, der ist schon wieder. Oh Gott. Es ist schlimm. Kommst du nirgendwo über die Kreuzung, ohne dass irgendwer dir reinzieht, ey. Guck mal, das ist schon wieder. Immer dann, wenn man irgendwo lang fährt, biegt da einer ab. Aber auch nicht, der ist nicht gerade schon am Abbiegen, sondern genau dann, der fährt geradeaus. Du denkst dir, ja gut, ist ja nix. Und dann aber plötzlich fängt er an rüberzuziehen. Es ist so schlimm. So, jetzt sind wir aber gleich bei der Garage. Oh, was habt ihr denn hier für ein illegales... Ach so, das ist ein Rennen, das bin ich schon gefahren. Okay. Ich dachte, was haben die da für ein illegales Treffen am Start?
Dieses Fahrzeug kann nicht eingelagert werden. Ja, gut. Oder wir fahren die Rennen tatsächlich mit dem Elegy. Der ist schon ziemlich geil eigentlich. Hätte ich auch Bock drauf. Mal eben gucken, wie der ist. Bin ich, glaube ich, auch noch gar nicht gefahren im Spiel. Aber so heiß finde ich den jetzt nicht. Man kann ihn wahrscheinlich ordentlich tunen auch, aber... Ja, wir schauen mal. Vielleicht kann man da was draus machen. Wir nehmen den mal mit, gehen mal kurz zu Los Santos Customs. Schauen, ob man den schick tunen kann und dann fahren wir je nachdem mit dem die Rennen. Der ist zwar dann nicht so schnell, aber... Geht bestimmt auch. So, wo ist denn der nächste hier in der Nähe? Der da unten wahrscheinlich, ne? Ja, das ist halt eher so eine Monsterkarre. Ist halt kein richtiger Rennwagen, ne? Ist ja auch nicht so teuer. 180.000. Also teuer schon, aber nicht im Vergleich zu den anderen Autos, die dann da so eine Million kosten oder sowas. Oh, wo wir gerade hier sind, können wir kurz mit ihm das auch noch kaufen hier. Den Heliplatz und den... Obwohl, das geht ja nachts nicht, ne? Ja, egal. Dann machen wir das mal anders. So, fahren wir hier kurz tunen. Bin mal gespannt, ob man dann dem Ding hier auch schön hinten einen Spoiler und so dran machen kann. Ich meine, schnell ist er schon. Halt nicht auf dem Niveau von einem Wacker und so weiter, aber schnell trotzdem. Enos Cognoscenti Cabrio. Cabrio? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. So, reparieren. Panzerung, ja, machen wir voll. Bremsen, Rennbremsen, Motor, Stufe 4. Ups, nein! Ach, ich vergesse, ich gehe immer aus Versehen auf Kreis. Dabei will ich ja gar nicht auf Kreis. Das ist schlimm. Und wieder rein. Sagst du dem, ja, ich bin fertig, tschüss. Drehst um, fährst wieder rein. Ah, ich habe doch noch was vergessen. So, das hatten wir. Scheinwerfer. Nummernschild ist egal. Nehmen wir Gold. So, jetzt ist die Frage. Ich hätte bei dem Lust auf so eine komische Farbe. Oder wir machen hier tatsächlich ein Chrom. Lass ihn mal ein Chrom machen wieder. Ich finde, Chrom ist so eine richtig komische Farbe. Ist eigentlich cool. You need to feel the road, but not all of it. Ja, so ein Auto braucht auf jeden Fall dickere Felgen. Aber richtig dick. Tuning und schusssicher auf jeden Fall. Fenster machen wir wieder dunkel natürlich. So, und das war's auch schon. Okay, leider kein Spoiler für den. Im Dunkeln sieht natürlich das Chrom ziemlich komisch aus. Aber das ist tatsächlich nicht ein Cabrio. Wow. Das ist natürlich doch ziemlich nice. Hammer. Ja, dann können wir jetzt eigentlich zum Rennen fahren. Das ist ja Gott sei Dank hier direkt um die Nähe. Um die Ecke. Und ich meine, klar, mit dem Tuning ist er natürlich auch schnell. Dann mit dem Tuning ist quasi jeder Wagen schnell. Außerdem haben wir ja noch die Spezialfähigkeit. Damit kommen wir eh besser um die Kurve als jeder andere. Und handlingmäßig geht der, glaube ich, eigentlich, ne? Fährt sich zumindest gerade ganz gut. Boah! Das ist aber jetzt schnell.
Eieiei. So, wir können eigentlich direkt hier rumfahren. Und dann fahren wir mal hier das Rennen. Da war ich schon mal und da ging das nicht, weil es nicht nachts war. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir ein geiles Cabrio. Ja, die haben aber auch alle schicke Sportwagen. Mercedes, BMW. Direkt mal einen Superstart hingelegt. Ein Turbostart, nur leider dann komplett verkackt. Ach, guck mal, zwei von denen sind aber auch hängen geblieben. Ihr Lappen. Ja, ich bin direkt nach rechts gezogen, weil ich den Turbostart auch erstmal unterbringen wollte. Wenn ich da den reinrassel, bringt mir der auch nichts. Nur war dann da leider Ende. So, ich zieh da mal an allen vorbei, ne? Habt ihr doch nichts gegen. Wow! Okay, so viel dazu. Na, glaubst du doch wohl selber nicht, oder? Wow, da ging es ordentlich um die Kurve, hör mal. Oh Gott. Ist ja schlimm. Ich mache das jetzt wieder so früh an, ich weiß, aber das Tempo ist einfach so krass gerade. Kannst ja gar nicht mehr kontrollieren hier. Okay, jetzt einfach nur noch draufbrettern. Einfach nur noch brettern. Komm, Gas, 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 Gas. Okay, die Kurve nehme ich auch mal lieber mit, sonst fliege ich raus. Jetzt haben wir doch gerade hier... Ach so, es gibt zwei Runden auch noch. Oh Gott. Das ist ja was, hör mal. Aber Rennen sind natürlich eine geile Sache. Also vor allem in GTA Online sind die Rennen mega spaßig. Wir fahren dann da immer schön mit 16 Mann und Quadbikes irgendwelche Rennen. Und da habe ich sogar echt schon öfters welche gewonnen. Und da kriegst du natürlich auch schön Kohle. Und es macht einfach Bock, mit so vielen Leuten in Rennen zu fahren in GTA Online. Das ist der Hammer. Und ich meine, jetzt hier gegen KI-Gegner ist auch okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, links. Ist auch okay. Aber natürlich nicht so spaßig wie in GTA Online. Aber ich muss sagen, doch, das Auto ist eigentlich okay fürs Rennen. Habe ich gar nicht so schlecht ausgewählt, finde ich. Und hey, es ist ein Cabrio. Da haben die anderen, das, sowas haben die anderen nicht zu bieten, ey. Doch, der eine hat, glaube ich, sogar auch ein Cabrio. Na gut, jetzt sind wir auf jeden Fall bald im Ziel und sollten das eigentlich ziemlich gut gewonnen haben. Und ich meine, dann haben wir auch, glaube ich, fast alle normalen Autorennen, oder? Wir waren ja schon mal welche gefahren. So, da vorne ist das Ziel. Wunderbar, danke. Erster Platz, Flughafen. So. Das hätten wir auch. $4.500. Jetzt wäre die Frage... Ach Gott, jetzt ist es wieder zu spät, ne? Warte mal, wie spät ist es? Ne, 2 Uhr. Herbert, jetzt zeigt er mir das da unten nicht mehr an. Warum nicht? Das ist ja eigentlich mysteriös. Weil ich das gerade gemacht habe, oder warum? Weil ich meine, die anderen beiden habe ich ja auch schon gemacht, aber die werden mir trotzdem auf dem Radar angezeigt. Und die Uhrzeit ist eigentlich die richtige. Aber festzuhalten ist eigentlich nur, dass, ja, jetzt wird es wieder angezeigt. Okay, Straßenrennen, Straßenrennen, Straßenrennen. Aber die haben wir alle gemacht. Okay, darum ging es mir nur, dass wir die auch alle erledigt haben.
haben immer noch 83%, aber sie haben jetzt bei Hobbys einen Zeitvertreib bei 30 von 42. Wir können natürlich dann jetzt einfach mal zu dem Triathlon-Ding und das machen. Das kann aber unter Umständen ziemlich lange dauern. Aber ich meine, wir müssen die eh machen. Insofern, warum nicht? Versuchen wir es halt. Er hat ja auch schon Sportsachen an. Insofern, dann gib mir mal den Triathlon. Hey, name on the dotted line, please. Alright, I guess I'm doing this.